Somalia. Eine erneute Dürrekatastrophe ruft uns alle auf den Plan und sollte uns alle aktivieren. Habt ihr es mitbekommen? In Somalia ist eine neue Dürre ausgebrochen. Und wieder sterben Geschwister von uns, wieder sterben Mütter, wieder sterben kleine Kinder an Folgen einer humanitären Katastrophe, an Folgen von Hunger. Denn durch die Dürre sterben die Tiere und die Ernten bleiben aus. Tiere haben nichts mehr zu trinken und verenden in der Wüste. Und die Menschen haben nichts mehr zu essen. An einigen Teilen Somalias wird das Wasser zur Plage, weil es sogar zu viel ist und durch ständigen Regen die Ernten kaputt gegangen sind. An anderen Teilen Somalias, so wie Südsomalia, ist das Wasser ausbleibend. Und die äthiopische Regierung an der Grenze hat Staudämme errichtet, um sich auf die spätere Dürre vorzubereiten und um Wasser anzuhäufen, vorsorglich für die Zukunft. Und so sagte doch ein äthiopischer General, es ist besser für uns, dieses Wasser anzuhäufen und schon mal aufzubewahren. Besser für unser Volk. Besser. Es ist besser für uns, als dass wir unser eigenes Volk beim Sterben zusehen, so wie den Somalis. Way ka sii darisaa dadku laba xilli roob lama helin haddii xoolo waxaana lagu noolaa haddii beer ay tahay haddii xoolo ay tahay waxaa lagu noolaa maxaa roob baa lagu noolaa laba xilli roob lama helin beerihi sare cooda labaas fasal ba muxuu lama helin xoolihi haddii laba xilli roob ay waayeen waa dhammaadeen dadkuna camal kale iyo meherad kale iyo wax kaleoo ay yaqaaneen male beer iyo xoolo ay yaqaaneen labadiiba haddii ay dhumeen dadka noloshiisina iyadana waa dhumaan iyo diin aad weyn baa iga muuqanayo xag kasto dhan kasto dhan dhaqaale dhan muxuu ahaa hoy dhan muxuu ahaa biyo dhan daawo caafimaad wax u abuura cidda arrintan khusayso faa'iidaha dafal kuwa dowlada iyo kuwaan dowlada ahayn iyo jaaliyadaha ku dhashay gobolka iyo degmada inay dadkan gargaar bini'aadamnimo oo degdega la soo gaaraan. Und nun sterben sie wieder, unsere Geschwister, wo alles in den letzten Jahren doch besser geworden ist, wo durch Hilfe zu Selbsthilfeprojekte Landwirtschaft aufgebaut worden ist, wo die Somalis nicht mehr an Hunger starben. Der Hunger war da natürlich. In Somalia leben 1,5 Millionen eurer Geschwister in Zelten, Binnenflüchtlinge. Ich war in Mogadischu, eine Stadt so groß wie Köln, so groß wie Berlin, so groß wie Hamburg. Und die Hälfte dieser Stadt lebt im Zelt, das müsst ihr euch vorstellen. Die Hälfte der Stadt lebt im Zelt. Du kommst in diese Stadt, du denkst dir nur, was ist das? Überall Zelte. Und langsam gab es Hoffnung auf Besserung, denn es hatte sich wirklich gebessert und die Hungertoten, jeder kennt die Bilder, wer kennt nicht die ausgemergelten Gerippe auf Google, auf YouTube, wer kennt nicht diese Bilder? Und es hat in letzter Zeit aufgehört. Die Hungertoten waren nicht mehr da. Durch die humanitären Projekte im Land drin, ist es besser geworden und nun fängt es wieder an. Xoolo la'aan wax kasta cunno la'aan biyo la'aan warihiin waa naga soo gureen. Eure Geschwister sterben schon wieder an Hunger, doch mit einem Unterschied. Damals war es nur Organisationen wie UNICEF
die am Rand von Somalia, an der Grenze zu Kenia und an der Grenze zu Äthiopien standen, um irgendetwas zu verteilen, und eure Geschwister mussten teilweise vielleicht 14 Kilometer barfuß laufen, um das zu erreichen. Und man weiß nicht, wer es geschafft hat und wer nicht. Viele sind auf diesem Weg gestorben. Doch diesmal bist du mit deiner Spende durch uns selber mitten im Land. Und wir konnten durch den Notfallfonds, den ihr eingerichtet habt, möge Allah euch reichlich belohnen, direkt wo die Krise begann, 5000 Euro rausschießen und Lebensmittelpakete plus Wassercontainer verteilen. Ihr werdet es sehen, eingeblendet in diesem Video. Aber Somalia ist ein großes Land. Und was sind schon 5000 Euro? Wir müssen jetzt Gas geben und zusammenhalten. Denn im Gegensatz zu damals bist du diesmal mit deiner Spende mitten im Land.